Was meinst du damit? Ich glaube, du nimmst mich nicht ernst. Doch, Eva. Ich nehme dich sehr ernst. Ich wollte dir helfen. In einer Beziehung, da muss man doch füreinander da sein. Aber ich hatte dich nicht um Hilfe gebeten. Ich wollte meine Schulden selber zahlen. Keine Ahnung warum, aber... Und weißt du, was das Schlimmste ist? Dass ich das Gefühl habe, du hast es nur wegen Robert getan. Um ihm zu zeigen, dass ich zu dir gehöre. Einer großzügiger als der andere, dabei geht es nur um euer Ego. Und ich bin aber die kleine Eva, der man auf die Sprünge helfen muss. Entschuldige, ich hab's nur gut gemeint. Dann nimm mich endlich ernst. Wir hatten doch ausgemacht, dass wir meiner Schwester helfen wollen. Warum nimmst du dann jede Gelegenheit wahr, sie vor den Kopf zu stoßen? Wieso denn? Ich habe ihr doch eine Wohnung gesucht, genau so, wie du es wolltest. Ja, aber doch nicht so weit weg, dass ich einen Bus nehmen muss. Also, ich finde so ein kleines Hindernis, ehrlich gesagt, ganz vorteilhaft. Ja, oder willst du, dass sie alle 2 Stunden bei uns vor der Tür steht? Ha? Sie wird natürlich am liebsten um die Ecke wohnen und tagtäglich bei uns aus- und eingehen. Mein Gott, wie oft soll ich es dir denn noch sagen? Meine Schwester möchte nicht allein sein. Und ich möchte ab und zu meine Ruhe haben. Ja. Das heißt ja nicht, dass sie dauernd bei uns vor der Tür steht. Ich kann sie ja auch mal besuchen gehen. Ja, natürlich. Dann sitzt du jeden zweiten Abend bei ihr und ich bin allein daheim. Ach, jetzt übertreib doch nicht so. Du tust ja gerade so, als ob meine Schwester eine Landplage wäre. Ich bin sehr froh, sie in meiner Nähe zu haben. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Solange. Aber wenn es dir so zuwider ist, bitteschön, dann kann ich ihr ja die Wohnung raussuchen. Ich hab ihr doch schon versprochen, dass ich mich weiter umschau. Ja, glaubst du, die merkt das nicht, dass du sie gar nicht bei uns haben willst? Hildegard, vielleicht gibt's ja einen Kompromiss. Das ist nicht schön, wenn man spürt, dass man abgeschoben wird. So 2-3 Kilometer würden mir schon reichen als Sicherheitsabstand. Als wäre ich nicht in der Lage, selbst für mich zu sorgen. Ich brauche keinen Mann, der den großzügigen Gönner für mich spielt. Ich will jemanden, der mit mir an einem Strang zieht, anstatt mir in den Rücken zu fallen. Ich bin wieder da. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Hallo. Oh mein Gott. Er wird doch höchste Zeit, dass ich hier wieder nach dem Rechten sehe. Schau mal, ich bin ein paar Tage nicht da. Ich sehe jetzt aus wie nach einem Tsunami. Wie war's denn in London? Ah, oh, fantastic. Eine Woche mit Charlotte im Bett gelegen. Das heißt, du hast dir gar nichts angucken können? Doch, 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 doch. Ich habe den Flughafen gesehen, Big Ben, also aus dem Taxi raus, und mein Kissen ganz nah. Das war wunderbar. Und bei euch? Hab ich irgendwas verpasst? Markus' Vater hat Barbara von Heidenberg geheiratet. Oh. Dass es mal gut geht. Die beiden sind schon wieder getrennt. Jedenfalls ist sie ausgezogen. Ach, die zieht schon wieder ein, wenn es dir Spaß macht. Aber hast du zufällig Michael gesehen? Der hat sich von Rosalie Engel getrennt. Ja, das habe ich schon von Nils gehört. Der kann schön dran zu knabbern haben. Hast du eine nette Geschichte für mich? Ach, zwischen Markus und dir ist doch alles in Ordnung, oder? Wir haben uns gestritten. Das sieht aus wie... Das ist... Mamas Pfannkuchen mit Vanillesoße? Mhm. Wo hast du denn das Rezept her? Das habe ich mir gemerkt. Damals war alles noch gut. Mhm. Ja? Meinst du vielleicht auch, ich habe einen Knacks weg wegen der Trennung von Mama und Papa damals? Wie kommst du denn darauf? Eva, sie hat Zweifel, ob unsere Beziehung noch eine gute Basis hat. Ihr liebt euch, das ist doch eine gute Basis. Sie hat es nicht so direkt gesagt, aber ich glaube, sie hat gemeint, dass ich mich eher verhalte wie ihr Vater und nicht wie ihr Freund. Ich meine, es kann ja sein. Vielleicht versuche ich, das wieder gut zu machen, was unser Vater falsch gemacht hat. Ach komm, jetzt hör mal mit dem Psycho-Quatsch auf. Ich habe die 3.000 gezahlt und sie ist total ausgeflippt. Ich verstehe einfach nicht, warum sie sich nicht helfen lassen will.
Stolz? Und was bitte hat Stolz in einer Beziehung zu suchen? Vielleicht will sie auch einfach keine finanziellen Abhängigkeiten zwischen euch schaffen. Ach, du meinst, sie will keine Verbindlichkeiten? Das hast du jetzt draus gemacht. Ich kann es mir einfach gerade nicht anders erklären. Und wo ist jetzt das Problem? Ich meine, jede andere Frau wäre froh, so einen großzügigen Freund zu haben. Ich möchte einfach auf eigenen Füßen stehen. Ich kenne keine Frau, die so selbstständig ist wie du. Und das will ich auch bleiben. Ich bin einfach niemandem gern was schuldig, verstehst du? Ja, ich meine, ich verstehe, dass du jetzt kein Geld von Robert annehmen willst, aber mit Markus bist du doch zusammen. Eigentlich ist es weniger das Geld, sondern vielmehr diese Bevormundung. Kann es sein, dass du ein bisschen zu lange alleine warst? Alles alleine managen musstest. Mensch, schau mal, ist doch toll, wenn du einen Menschen hast, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst und umgekehrt. Oder nicht? Ich weiß einfach nicht mehr, worauf ich mich noch verlassen kann. Ich war so glücklich mit Robert. Und dann taucht plötzlich Markus auf. Dann bin ich schwanger und verliere das Kind. Ich weiß einfach nicht mehr, woran ich bin. Das ist alles zu viel. Kann es sein, dass du Robert noch nicht ganz abgeschrieben hast? Doch. Ja, dann ist doch alles klar. Entschuldigung, Senta wie? Senta Kleeberg. Wir haben uns gestern auf der Vernissage kennengelernt. Ah ja, stimmt. Die Künstlerin, sie haben mir ihre Karte gegeben. Ich fand das wirklich sehr beeindruckend, was sie zu den Bildern zu sagen hatten. Das ehrt mich sehr, aber wissen Sie, ich... Man hat sofort gemerkt, dass Sie ein echter Kenner sind. Ich glaube... Da überschätzen Sie mich ganz gewaltig. Sie müssen nicht so bescheiden sein. Ich habe selten jemanden getroffen, der sich so leidenschaftlich mit Kunst beschäftigt wie Sie. Frau Kleeberg, wissen Sie, meine Leidenschaft, die hatte eigentlich einen ganz anderen Grund. Sicher diese attraktive Frau an Ihrer Seite. Ja. Trotzdem, Sie kennen sich hervorragend aus und sind in der Lage, sich und andere für etwas zu begeistern. Ich würde Sie gerne treffen. Wozu? Ich suche einen Kurator und Sie sind genau der Richtige für mich. Wie meinen Sie das? Sie sollen meine nächste Ausstellung als künstlerischer Berater betreuen. Ich glaube, da sind Sie bei mir an der völlig falschen Adresse, Frau Kleeberg. Natürlich werden Sie an den Verkäufen beteiligt. Ich habe keine Zeit. Ach, schade. Sicher haben Sie genügend mit Ihren anderen Künstlern zu tun. Ja, genau. Und ich bin sicher, Sie finden ruckzuck jemand anderes für Ihre tollen... Seidenmalereien, genau. Also, wie gesagt, danke der Nachfrage und wiederhören. Warum so bescheiden, junger Mann? Es ist echt irre, wie leicht sich die Leute einwickeln lassen. Das wäre die Gelegenheit gewesen, Ihr Herzblatt noch mehr zu beeindrucken. Mir reicht's erstmal. Ich weiß da noch nicht mal, was ein Kurator überhaupt ist. Ein Schwätzer und ein Schaumschläger. Sie scheinen das offenbar perfekt zu beherrschen. Haha. Dein Hochzeitsanzug? Der hat dir gut gestanden. Ich habe ihn gründlich reinigen lassen. Ich werde den Tag trotzdem in
schöne Erinnerung behalten. Ja, dafür hast du es aber reichlich eilig gehabt zu verschwinden. Ich hab gedacht, du bist schon über alle Berge. Wo soll ich denn hin? Bitte dich, du hast 1 Million in deinem Schließfach. Da wird sich doch was finden lassen. Hast du schon vergessen, dass ich ein Kind erwarte? Ich kann nicht für mich allein entscheiden. Ich hab eher den Eindruck, dass du kalte Füße bekommen hast. Du wartest doch nur noch drauf, dass ich dich anflehe, zurückzukommen. Du hast überhaupt nichts verstanden. Du bist der einzige Mann, den ich geliebt habe. Wir wären eine wunderbare Familie geworden. Inhalt. Inhalt. Sverz. Das kann nicht sein. Sverz. Wer ist denn da? Ich bin wieder da. Hi. Wie war's in London? Hör mir auf. Scharlach hat mir alles vermasselt, aber. Was viel wichtiger ist, stimmt das, was ich gehört habe? Rosalie und du, ihr habt euch getrennt? Also plötzlich? Es war längst überfällig. Warum? Zanne, ich möchte jetzt nicht darüber reden, bitte. Was machst du denn da? Lesen lernen. Die Dame ist in der 1. Klasse. Cool. Darf ich auch mal? Ja, du kannst mir dieses Wort hier vorlesen, was das zu bedeuten hat. Ich lese nur Sferze oder eben so ein Schwachsinn. Okay. Hey, gut. Inhaltsverzeichnis. Ach, Inhaltsverzeichnis, Gott. Ja, richtig. Schon komplett schwachsinnig geworden. Gar nicht wahr. Ich meine, schon mal bei dieser Hubbellandschaft. Wer kennt sich denn da schon aus? Ja, so muss ich schnellstmöglich lernen. Das Nötigste hast du doch im 0, nichts dran. Nur das Nötigste wird noch reichen, weil ich damit mein Fernstudium machen muss. Super, willst du es wirklich durchziehen? Ja. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich brauche die Zusatzqualifikation. Als Psychotherapeut ist es meine einzige Möglichkeit, um als Arzt zu arbeiten. Hör mal auf, dich so unter Druck zu setzen, ha? Wir können diese gottverdammten Augen nicht einfach wieder sehen. Jeden Morgen derselbe Horror. Ich mache meine Augen auf und es bleibt schwarz. Entschuldigung. Entschuldige bitte. Michael. Ich bin mir sicher, du bist ein ganz toller Psychotherapeut. Ja. Und du bist ein ganz toller Vater und du bist ein ganz toller Freund. Ich weiß, dass du das schaffst.